So, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Die Mumie, ja, ich wollte ja eigentlich Neon Demon vorstellen. Ja, und dann hat sich die Mumie natürlich mal wieder dazwischen gedrängelt. Das tut mir leid, aber das Ding ist, hat halt nun mal aus Aktualitätsgründen Vorrang. Am 19.10. Release und ich präsentiere euch hier das Universal Blu-ray Steelbook von Die Mumie. Ja, das wird natürlich irgendwann von mir wieder ausgetauscht, wenn die 3D-Version in irgendeiner Aktion ist und dann billig verramscht wird. Dann kommt die 3D Blu-ray hier ins Steelbook. So, so wollte ich sagen. Aber bevor das Steelbook jetzt vergriffen ist, mache ich eben Folgendes. Hole ich mir erst das Steelbook, präsentiere euch das und dann irgendwann kommt der Austausch. So, ja, was soll ich zur Mumie sagen? Ich sage mal gar nichts, weil ich den Film nicht kenne. Tom Cruise spielt die Hauptrolle. Über den kann man ja auch denken, was man will, aber er ist halt ein mega erfolgreicher Mann in Los Angeles. Und ja, hat er sich auch verdient. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Hat ja auch wirklich ein paar coole Filme gemacht. Ich weiß nicht, die Mumie, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich bin jetzt nach wie vor ein riesen Fan dieses Schwarz-Weiß-Klassikers. Und auch die Brendan Fraser-Geschichten, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Das muss ich schon sagen, auch wenn das natürlich der totale Mainstream ist. So, schauen wir uns mal kurz hier die J-Card an. Da ist also wieder so ein Ultraviolet-Code, heißt das Ding ja da drinnen. Und ansonsten, ja, FSK 12, was haben wir sonst hier? Bonusmaterial, meine Güte, hier ist ja jede Menge Bonusmaterial drauf. Unveröffentlichte und erweiterte Szenen, Alex Kurtzman hat ja hier die Regie geführt, kennt der ein oder andere sicherlich auch. Dann hier ein Gespräch in der Realität verwurzelt, Leben in der Schwerelosigkeit und so weiter. Also hier ist so viel Bonusmaterial drauf. Cruise in Action und so weiter. Lohnt sich sicherlich, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ansonsten haben wir hier auf der J-Card noch ein bisschen Inhaltsangabe. Und jo, hier die technischen Daten. High Definition natürlich. Ton liegt in Deutsch, Englisch vor. In Dolby Atmos. Dann haben wir noch Türkisch drauf, in DTS Digital Surround 5.1 und die Untertitel sind in Deutsch, Englisch, Türkisch und Portugiesisch. Ja, soweit so gut. Der Film geht 110 Minuten und ja, ist uncut übrigens. Ja? Obwohl ab 12, aber das ist ja wirklich eher so ein familientaugliches Ding. So, jetzt schauen wir uns das Steelbook an. Ah, da fangen natürlich wieder die Probleme an. Ich sehe das schon hier von den Aufklebern, weil das natürlich hier so glänzend ist. Ich halte es mal ein bisschen gegen das Licht, dann kann man es ganz gut erkennen. Da sind natürlich dann hier von den Fingern und so ruckzuck dann hier so die Abdrücke zu sehen. Ansonsten finde ich den Druck echt sehr, sehr schick. Ich finde es erstens mal sehr, sehr fein strukturiert, also sehr, sehr feiner Druck, sehr, sehr gut ordentlich gemacht von Universal. Gut, das Schwarz in glänzend, ja, mein Gott, kann man machen, muss man nicht. Dann sieht man hier noch so. Also ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt, aber hier, wo der Cruise ist und hier diese was ist das denn hier? Es ist schon der Sarkophag wird das sein hier, von der Mumie nehme ich mal stark an. Das ist auch, das hat hier so einen richtig coolen Effekt, weil das hier so in das Schwarze rein verläuft. Man kann vielleicht hier so, hier könnt ihr so ein bisschen erahnen. Also das sieht in echt gut aus. In meinem Vorschau-Monitor sieht es jetzt nicht so toll aus. Aber als Steelbook muss ich sagen, Respekt, sieht toll aus. Muss man hier nochmal ein bisschen mit so einem Fließtuch muss man das nochmal schön wischen, dass hier alles abgeht, die ganzen Fingerabdrücke und so. Und dann sieht das in so einer schönen Klarsichthülle, in so einer Sicherheitshülle dann bestimmt absolut cool aus. So, was mich natürlich jetzt hier schon wieder ein bisschen stört, ist, dass hier auf dem Spine überhaupt nichts steht. Also man hat hier das Universal-Logo drauf, es ist noch nicht mal, wir haben noch nicht mal ein Blu-ray-Disc-Logo drauf, okay, auf das kann ich verzichten, aber der Titel wäre doch eigentlich angesagt gewesen, oder? Also der gehört doch eigentlich hier mit drauf, okay, hat man nicht gemacht. Dann gucken wir uns mal das Back-Artwork an. Und ja, nichts Tolles. Hier unten das Universal-Logo, Copyright 2017, Universal Studios, All Rights Reserved. Und dann halt hier auch nochmal so ein Mumiengrabmal-Logo, würde ich sagen. Irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung.
Und auch das Ganze wieder in Hochglanz. Sieht auch cool aus. Geprägt ist hier nichts. Es ist auch kein großer Steelbook-Effekt vernehmbar, aber ich finde, es sieht schön aus. Also das macht schon was her. So, ich klappe es euch mal auf. Und dann seht ihr auch, dass das natürlich. Ich meine, da hat das natürlich einen Vorteil, wenn jetzt hier keine Schrift steht, dann ist das okay. Ja, dann sieht es fast aus wie so ein schönes, durchgängiges Bild. Aber naja, ein Titel gehört schon drauf. Mich hätte es auch ehrlich gesagt nicht gestört, wenn er auf der Front gewesen wäre. Okay, also es gibt immer so ein bisschen Pro und Contra. Schlecht ist es nicht, aber es reißt mich jetzt auch nicht unbedingt runter. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir hier die Blu-ray drinne. Natürlich, wie gesagt, FSK 12. Dann haben wir hier so eine komische Bestellnummer, was immer das ist. Und wir haben ein Innenartwork. Auch das ist ja ganz nett. Das ist sogar in Farbe. Hier sehen wir also, das ist der Big Ben. Und ich würde sagen, Teile vom Buckingham Palace, wie das hier also alles so in Staub zerfällt, beziehungsweise hier so eine Art Sandsturm durchfegt. Ja, also da ist wahrscheinlich wieder jede Menge Brimborium. Sieht auch gut aus. Also muss ich auch sagen, kommt auch in der Kamera hier im Bild ganz gut rüber, dass es ein schönes, kräftiges Innenartwork ist. Finde ich gut gelungen, kann man nichts sagen. Blu-ray-Film muss ich mir angucken, weiß ich jetzt noch nicht, werde ich noch nicht in die Bewertung aufnehmen, aber auf das Steelbook gebe ich mal zärtliche 7 von 10 Punkten. Und ja, wenn der Film gut ist, freue ich mich, wenn er scheiße ist, dann, naja, gut, dann mal gucken. Okay, das war's schon wieder, danke euch fürs Zuschauen. Das war Bloody Unboxing mit die Mumie und beim nächsten Mal, dann kommt in der nächsten Ausgabe hundertprozentig. The Neon Demon ist zwar schon ein bisschen älter, aber egal, stelle ich euch trotzdem vor. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.